Aber das ist ja, ne, den Platz nehmen Sie ja dann bald ein. Was? Wie was? Ja, Frau Morrow, meinen Sie, ich scherze damit, dass ich Sie pushen möchte? Nein, das auch nicht, Ja, aber sehen Sie? ich. Sie müssen sich nur auf Unmut breit machen. Warum Unmut? Ja, von Herrn Lakaios. Wenn Sie vor ihm befördert sind, werden. Amoro, können Sie noch sprechen? Ja, kann ich. Okay. Also jetzt haben sie mich recht überfordert. Das ist okay. Das ist nicht so schlimm. Das mache ich gerne. Oh, nee, ist sie abgeschlossen. Ich muss doch pinkeln. Oh, oh Gott. Oh Gott. Ich. Feierabend, das Ich habe passiert. keine Zeit, Prey. Alles gut, wir machen jetzt Feierabend. Alles wir gehen gut. jetzt schlafen. Ich gehe Ich wollte schlafen. mich Wir eh nur über den wollten. Staatsanwalt aufregen. Ja, hau rein, Okay, über Bengal. wen? Hier der Blauhaarige. Ja, der ist gleich eben Grab. Ah, okay. Nein, so natürlich nicht. Wie gesagt, ich bin nicht hier, um Morell in Schutz zu nehmen. Ich sehe das jetzt objektiv hier. Ja. Oh, danke ich schön bin für auch zu 14 Monate. 90% Vielen, davon vielen aus, Dank. oder über 90% davon ausgegangen, dass es zu überhaupt nichts führen wird. Aber ich bin Aber auch, wenn es also ich nicht zu habe in irgendwas meiner. führen wird, dann sollten Sie auch darüber nachdenken, ob es überhaupt bringt, sowas einzuleiten und den armen Herrn Zoll aus seinem Winterschlaf aufzuwecken. Hallo, ich bin kein Braunbär. Wegen Tobi, Ali. Apropos, wo ich Adi lese. Aber jetzt sehen wir sogar jetzt. Hallo. Ich weiß gar nicht, warum du lachst. Ich hab was Lustiges auf meinem Bordcomputer gelesen. Achso. Pass auf, Ja, ich hab warum eine lachst du denn Sache. überhaupt? Ich weiß auch nicht. Ich Ah, musste okay. gerade an dich, ich musste gerade an dich denken. Oh. Es geht. Befindet sich ein Herr Fischer im Gerichtssaal? Was willst du? Würden Sie einmal bitte vortreten? Nein, jetzt gibt's Ordnungsgeld. Jetzt gibt's Ordnungsgeld. Ist Ihnen bewusst, dass Sie es bei der letzten Gerichtsverhandlung noch ein Ordnungsgeld von 1000 Dollar Ja. erhalten haben? Können wir das auf 2000 machen? Okay, pass auf. Was machst du, rote Knollenfresse da, Alter? Dann gib mir mal dein Strafgeld! Da, aus Problem den Einsatz. Gut, Sie erhalten jetzt ein weiteres Ordnungsgeld in Höhe von 2000 Dollar, damit. 2000? Ja, genau, Na, hast du nicht 2000. drauf? Was sind 2000? Fischer, beruhig dich. Sir, ich kann das Fischer, erhöhen. ruhig. Möchten Sie noch weitere Äußerungen tätigen? 2000 Pisse! Jetzt reicht's Mach aber hier. 10.000 Dollar erhalten. Ja. Mach Intro an, hab ich drin! Sir, würden Sie sich jetzt bitte beruhigen? Ja, ich beruhige mich. Sonst Okay, müsste ich Sie entfernen. Oder kann ich die Büro stellen mit einer Packung Kokain? gut. Würden Sie dann bitte einmal. Ich lüge jetzt. Gut, vielen Dank. Tut mir leid, Herr Richter. Kein Problem. Ja, Sie passt ja sollten nicht nur. wieder. Ich bin Genau. manchmal ein bisschen impulsiv. Das Ja. liegt daran, dass ich zu viel mit Ali rumhänge. Er hat mich geschult, so explosiv zu sein. Okay. Das kann ich jetzt nicht ganz verstehen, aber passt schon. Hol mal einen Rucksack, dann zeige ich es dir. Bitte? Ihnen. So, Entschuldigung, Sir. Gut, genau, benehmen Sie sich einfach und dann müssen Sie auch nicht den Ja, Gerichtssaal Herr verlassen. Hohen Richter, Ja. warum haben Sie eine rote Nase? Ist das eine Allergie gegen Pollen? Okay. Gut. Wie so ein Meine Mutter Schulkind. hatte die auch, aber die hat immer Whisky gesoffen. Nein. Oh, Fischer, er kann es doch nicht lassen. Oh, Schawatzki, hau noch ein Ordnungsgeld raus. Ich darf das nicht. Komm jetzt her, sonst muss ich gleich wieder zahlen. Ich lass abhauen hier. Okay, wollen wir die Sachen hier erstmal lagern? Weil hier findet die eh keiner, hier läuft ja keiner lang auf Ja, dem würde Dach. ich sagen, oder? Oh, du bist so doof, du hast Oh gerade nein! geschmissen! Oh, oh. Jetzt ist mein Point gekommen zu spielen. Gut gemacht, Jürgen.
Oh, ich hab nicht Q gedrückt. Mann. Du musst so. Ey, wir waren so krass. Wir waren so gut. Wir waren so krass. Ich kann das nicht. Das ist so nein. Was ist mit euch denn? Was wollt ihr? Herr O'Brien. Was ist? Oh nein, das wagt er nicht. Zu schnell. Ja, schön. Warte, der CNC, die gerade gecallt wurde. Die ist im Norden. Ohne Blaulicht, Herr O'Brien. Ja, ich musste. Hä? Ich darf überall nicht mit schief, du Idiot! Ich hab grad verstanden, du meinst, wir sollen dahin. Ohne Blaulicht, Herr O'Brien. Hä? Ja, ist zu laut. Nervt mich. Ja, außerdem war ich kurz 3S an. Nee, die hab ich gerade ausgemacht, wo wir raufgefahren sind. Ja, klar. Nee, wir waren nicht an. War hey, klar waren. Nee, wir hatten keinen Q3S an. Hast du denn ausgemacht, du Schwein? Nein! Klar, du sitzt vorne. Wir sind die ganze Zeit, wir sind ganz halt ohne gefahren. Gib mir einfach ein Ticket dann. Das ist schon richtig, die sollen auch durchziehen bei uns. Ja. Wie war dein Name nochmal? Herr Evans, dann erzielen Sie mal kurz den Führerschein für eine Stunde, damit ich fahren kann. EMS-Uniform schien ihm bestimmt auch sehr gut, Herr Evans. Da zieht die Metro einmal in. Dienstbank. Ja, wo wollen Sie denn jetzt langlaufen? Sie verwirren mich. Wo wollen Sie denn jetzt hin? Im Dienstwagen. Ja. Dienstwagen rausparken. Ja gut, dann gehen wir. Ja, dann machen Sie doch. Laufen Sie doch. Mensch, Asgard. Was ist los mit dir? Er läuft vor. Er läuft dann wieder zurück. Ist aber kein Viersitzer. Nee. Ja, wie wollen Sie denn da den Kollegen mitkriegen? Mein Fehler. Mensch, Asgard. Bin nervös. Schön. Frau Morell, wie geht es Ihnen heute? Soweit gut. Und Ihnen? Ja auch. Hier ist 90! Ja, nicht 80! Warum bremsen Sie noch weiter ab auf 70? Ich stehe voll am Gas! Hau den Turbo rein. Ärger sie nur, Herr Skat. Ja, ich versuche gerade eine Ordnung reinzubringen. Okay. Ja. War kleinlich. Nein, ist aber okay. Ja, ich finde das gut. Nicht. Okay. Also, um genau zu sein, ist es nicht ein Büro. Was hier jetzt gerade nicht? Nee. Mhm. Also doch. Das Gebäude gehört mir. Also doch! Wie abgehoben wollen Sie sein? Ja. Also. Okay, ich stelle eine Theorie auf. Eigentlich kann das auch nur der Kiez sein. Toll. Ich weiß, was jetzt kommt. Darf ich hell sehen? Ja. Es ist Sonntag. Ja. Es ist eine Geiselnahme. Ja. Es ist ein Ort, der nicht gestürmt werden kann. Ja. Mensch, da haben wir den gleichen Gedanken einfallen. Nein, ich hätte mehr. Hi, ich handel gerade ab. Bei Herr Collins können Sie ran, wenn Sie wollen. Also, ich habe dir eine Mail geschickt. In der Intern. Hör sich scheiße an. Weißt du, wo du bist, Ali? Ich habe noch ein Schläfchen da. Ich stehe bei mir in. Ey, hallo? Ach, Ella! Okay, Ali, ich mach weiter, ne? Du hast ein Mail bekommen. Leck mich doch. Ciao. Oh, tschüss. Was ist einer von euch geschossen? Weber. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Oh mein Gott. So. Danke. Tschüss. Bitte. Tschüss. Die Frau hat auch Eier. Mag ich. Süß. Die Frau hat auch Eier. Mag ich. Danke. Schön. Morell, du geile Sau. Hallo, du geiler Hengst. Oh.
Na? Hier geht's. Nein! Alles gut? Hä? Alles in Ordnung, Herr Fischer? Brauchen Sie einen Krankenwagen? Gott, das passt schon. Ich brauche keinen Krankenwagen. Ich bin falsch gefallen. Ich hab's mein Western. Alles klar. Hey Junge, was hast du denn alles in deiner Tasche? Nee, das ist ein Kofferraum. Hä? Lass es drüber reden. Ich glaube das nicht mehr. Haben wir neuerdings Elvis hier, oder was? Herr Schawatzki, wie sehen Sie denn aus? Hallo. Ja, das war wegen der Scheidung heute. Ich wollte mal ein anderes Outfit dafür. Das ist nicht jetzt. Bisschen Schwung reinbringen. Wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass er auch ein Mikrofon dabei hat, was sagen Sie dann? Oh nein, oh, Herr Schawatzki. Das habe ich bei der Scheidung nicht benutzt. Also, dann hätte ich auch ein Foto erwartet. So, hallo. Guten Tag. Aber ich kann nicht sehen. Gut. Nicht? Na. Was wollen Sie mal, bitte? Nee, bitte nicht, das geht doch, nicht. Doch, doch. Was soll ich singen? I'm a Barbie Girl. Ja, I'm a Barbie Girl, finde ich super. I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Ja, lassen wir das. Ja, weiter. Nee, ich kann es nicht weiter. Ich hab Watzki ein bisschen. Ich muss den Text erst mal machen. Okay, ist kein Problem. Suchen Sie sich einen Text raus. Das haben Sie selbst geschafft. Und du hast gedacht, sie kommt heute nicht vorbei. Ja, wie? Er hat warum? Gesagt, oh Gott, bitte, hoffentlich kommt I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Weiter kann ich nicht. Yeah. Weißt du, dass das dein Lebtag verfolgen wird? Ja, das will ich wirklich für immer weiterverfolgen jetzt. Ja, passt ja mit den Haaren, ne? Ja. Den kläre ich dann nochmal ab. Wenn der Ding ist ein Aggressor. Pass auf, Ja, was? Danke. Das Ding ist halt jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt in der Hut ist und so und wir kriegen das mit. 50 hier. Ja. Ich hätte nämlich einmal eine Nachricht für Sie. Ich habe zurzeit die Leitstelle und die Barbecue Lodge hat hier einmal angerufen. Diese wollte einmal den Schlüssel für unseren Kühlschrank haben. Und da wollte ich Sie dann einmal benachrichtigen. Oh Gott, töten Sie mich! Es tut mir so leid. Ich glaube das nicht! Och, Mann. Ich glaube das nicht! Das war der Falsche! Das war der Falsche, ja, aber steig so aus! Und dann schreibe ich es nicht auf. Nee, ich bin nicht ich bin nicht der Captain von der SAP. Ja. Die kriegen jetzt eine mündliche Verwarnung und so weiterfahren. Piu, piu. Ja. Klaus. Schönen Abend. Was bin ich? Leck mich. Angenehm Dienst. Hinso. Amen Ingong. Oh, den fand ich richtig gut. Lagensperre kann aufgelöst werden. Wegen wieder ab in Richtung West. Ja, das ist erste Mal. Nein, das hat gelegt. Du musst das Ding noch drehen. Tante, können rauskommen. Dankeschön. Einfach hingeschmissen. Das ist das erste Mal. Ich dachte nur so, nee, guck, ich hab das direkt beim ersten Mal. Wo sind wir denn hingefahren eigentlich? Hinter uns. Das war eine scheiß Idee. Du warst im Kofferraum. Nein, ich war hier. Wir haben dich nicht gesehen. Du warst nicht sichtbar. Nein, warst nee, doch. Nein, warst du nicht. Hä? Ach so, ja, wie geht mit dem Modus? Ich glaube das nicht. Was hast du denn einmal aufsteigen?
vom Gemälde eine Patschehändchen her. Du kommst bei mir mit. Okay. Bist du die Katze? Wir den Teamgarten auch noch abnehmen, damit wir gar nicht mehr vorkommen, oder? Das wäre neues. Officer, wer sind Sie? Ja? Ich bin die PD-99. Komm, das ist eine Fische. Ja? Terrington. Schon die zweite Runde, glaube ich. Nee, dritte. Ach, die dritte. Ach, ja. Ach die dritte Runde schon. Und Officer, haben Sie Karriereplanung? Ich weiß nicht. Jetzt lass ich mal erstmal hier abhandeln. Ja, wir machen das noch weiter. Ja, hier. Hier. Ja. Ne? Wir können gleich weiter. Paul hat die fünfte auch dreimal gemacht. Genau. Der Rest, das heißt, gleich sind die anderen hier weg, nur zu Info. Moin Klaus, ich mach mir eine Sprache nicht auf dein WhatsApp. Sag mal, ich mach mir Sorgen. Los Santos Radio war eine Durchsage. Im Salty Lake wurde ein kleiner Mann mit dicken Bauch und kleinen Pipan. Ich mach mir Sorgen. Bitte meld dich mal, wenn du das abhörst, ne? Bis dann, ciao. Chassi. Statement. Chassi. Wie gut. Super. Hey, Franco. Warum ich? Hey! Bist Franco. Bist tot. Ich glaube, wir brauchen neuen Franco. Wie ist dein Name? Meiner? Nee. No, ich darf nicht sterben. Ich gehe rüber in Los Santos. Ich gebe mit Aufgaben. Die Frage hat mich, das hat nicht meine Frage beantwortet. Ich bin Skittles. Skittles. Okay, mein Dachname.